Ich möchte dir heute zeigen, wie du beim Fair-Isle Fäden einwebst. Fair-Isle ist ja eine Technik, die mit zwei Farben gestrickt wird, und zwar immer nur mit zwei Farben und immer in der Runde. Und hier oben, hier außen, siehst du mal die Fair-Isle-Seite und hier oben siehst du die Innenseite. Ich kann dir das mal komplett umdrehen. So. So sieht das von der anderen Seite aus. Du siehst, du hast hier also keine Spannfäden, weil die Fäden wirklich komplett mit eingewoben sind. Und das gibt natürlich eine schöne Struktur. Das ist auch ein bisschen elastisch, aber nicht zu doll. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man dabei nicht hängen bleibt. Fair Isle an dieser Stelle sei mal gesagt, Fair Isle wird immer mit zwei Farben und immer in Runden gestrickt. Und dabei werden die Fäden hier hinten eingewoben, im Gegensatz zum Jacquard. Das kannst du zur Jacquard-Technik, das kannst du in Reihen und in Runden stricken, Jacquard. Aber da führst du die Fäden hinten locker mit. Die Fair-Isle-Muster unterscheiden sich auch von Jacquard-Mustern. Nicht nur, weil hier immer nur zwei Farben verwendet werden. Die strickt man auch in der Regel beidhändig. Das Stricken vom Faden in der rechten Hand habe ich dir ja schon beigebracht, sondern du hast in der Musterung hier auch größere, wie du siehst, größere Zwischenräume. Und die kann man nur überwinden, indem man den Faden einwebt. Würde ich jetzt hier den Faden einfach wie beim Jacquard nur locker hinten mitführen, dass es einen Spannfaden gibt, dann hätten wir ein großes Problem, denn dann wäre der Spannfaden zu lang und würde hier in der Mitte rumlabbern. Dann müsste man den sowieso an zwei, drei Stellen einweben. Aber das ist beim Fair-Isle nämlich das, was Fair-Isle ausmacht. Also immer nur zwei Fäden und Farben eingewebt. Und du siehst hier meine Stulpe. Und du siehst, die hat hier vorne da die kleine Fantasy-Katze. Da. Und auf der Rückseite hat sie halt dann den passenden Fantasy-Baum. Trägt sich natürlich so rum. So, ich ziehe sie mal über. Da, ich habe jetzt leider einen Ärmel an, der zu lang ist, aber sieht auch angezogen echt schön aus. Und mir hat gerade der liebe gute Markus Zollfrank, seines Zeichens Schauspieler, der hier saß und die Stulpe gesehen hat, huch, das ist ja ein Kobold mit Bart. Der hat es nämlich so rumgehalten. Und wenn man sich das so anguckt, das ist mir selber gar nicht aufgefallen, dann hast du hier eine Zipfelmütze, hier hast du die Augen. Hier hast du die Koboldohren und da hast du den langen Bart dran. Nase, Gesicht und so rum ist das ein Kobold. Ich habe also unwissentlich, obwohl ich hier nur so ein kleines Fantasy-Marki machen wollte, tatsächlich ein zweiseitiges Muster gemacht. Dieses Muster findest du übrigens bei mir auf der Crazy-Seite im Shop. Den Link habe ich dir auch reingesetzt. Das ist www.crazy.world und da kannst du die nacharbeiten und da findest du die Anleitung. Wenn du das machen willst, musst du natürlich wissen, wie man Fäden einwebt. Und jetzt habe ich auch genug geredet. Das zeige ich dir nämlich jetzt. Zum Fäden einweben habe ich schon mal was vorbereitet. Das ist in dem Fall meine Socke Hawaii. So, hier habe ich ein Mäusezähnchenbündchen gemacht und ich habe dir ja schon das Stricken mit dem Faden auf der rechten Hand beigebracht. So, da habe ich den hier auf der rechten Hand. Und jetzt nehme ich den neuen Faden damit dazu. Der liegt dann auf der linken Hand, wenn mir die Lotte nicht auf dem Faden liegt und ich den Anfang finde. Da ist der Anfang. So. Durch das Einweben von dem Faden muss ich den halt am Ende auch gar nicht mehr großartig vernähen, denn der ist ja schon drin. Meine Hauptfarbe, die Hauptfarbe und die Hintergrundfarbe. Also in unserem Beispiel mit dem Marki hier, das dunkelgrün ist es hier, ist immer rechts. Das liegt daran, ich habe es dir ja schon erklärt, dass du mit rechts einfach feste Maschen produzierst, denn du stichst hier immer nur durch, legst ja den Faden über und hast damit den Faden immer nur auf dem vollen Umfang der Nadel, wenn du mit links ja hebelst und die Masche weiter rausholst. Das hat dann zur Folge, dass hier
diese Mustermaschen auch so ein ganz kleines Stück, weil die ein bisschen lockerer sind, rauskommen und das macht das Muster an sich an der Stelle ein bisschen plastischer. Finde ich nämlich auch ganz schön. So, also mein Faden wandert auf die rechte Hand. So. Und der andere Faden wandert auf die linke Hand. So, das heißt, ich habe jetzt hier, ich kann es ja mal zur Verdeutlichung machen, dass ich den mal auf den Zeigefinger nehme, damit du das besser siehst. Ich habe ihn ja, wie gesagt, immer auf dem Mittelfinger. So, jetzt kann ich ja beide Fäden einweben, sowohl den rechten als auch den linken. Und ich zeige dir als erstes, wie du den Faden von der linken Hand, also unser Gelb, einwebst. Dafür lege ich mir den einmal hier neben die Masche, stech ein. Wenn ich den noch nicht fest habe hinten, muss ich den natürlich festhalten. Dann stricke ich die Masche ab und dann legt sich der Faden, wenn ich das ordentlich mache, legt sich der Faden hier hinten über die Masche drüber. Bei der nächsten Masche lasse ich den Faden da hinten einfach aus und stricke die Masche ganz normal. Dann webe ich den wieder ein, das heißt, ich lege ihn wieder neben die Masche, stricke die Masche, dem rechten, und der liegt dahinter. Nächste Masche stricke ich wieder, indem der Faden dahinter liegt. Das heißt, du legst immer einmal den Faden vorne rechts neben die Masche, strickst dann die Masche, dann geht der Faden wieder mit nach hinten und dann nimmst du die nächste und strickst die auch. So, und dann siehst du, wie dieser Faden hier hinten gut eingewoben wird. Zieh den nicht zu fest, denn sonst klaust du dir selber die Elastizität und du siehst, der blitzt hier vorne auch überhaupt nicht durch. So, wenn ich das jetzt hier eine Weile mache, verankere ich diesen Faden natürlich wunderbar und du musst das immer im Wechsel machen, das heißt wirklich einmal daneben legen und einmal nicht daneben legen. So, meine Fadenspannung stimmt hier nicht. So, immer einmal daneben und einmal nicht daneben. Dann geht der hier hinten mit unten rein. Da. Was passiert, wenn ich den immer daneben lege? Das ist ganz einfach. Dann kann ich ihn auch direkt weglassen, denn dann webe ich ihn nicht ein. Ich lege ihn jetzt mal daneben. Du siehst, der liegt jetzt hier hinten über. Wenn ich ihn wieder daneben lege, dann liegt der hier hinten auch, na komm her, dann liegt der hier hinten, das ist nicht meine Methode mit dem Zeigefinger. Es tut mir leid, Mädels. Dann liegt der hier hinten auch wieder über. Und ich lege ihn nochmal daneben. Das heißt, der liegt ja hier nur über, da passiert nämlich gar nichts. Da webst du den nämlich überhaupt nicht ein. Warum muss ich den also abwechselnd machen? Ganz einfach. Wenn der einmal hier hinten drüber liegt, weil ich habe ihn ja gerade eingewoben, da, und ich stricke die nächste Masche, dann stricke ich die nächste Masche, wo der nur dahinter liegt, ja über diesem Faden drüber weg. Du siehst es hier. Da. Ich stricke die über dem Faden drüber weg und deswegen ist der da fest. Damit er jetzt hier wieder mit der Masche hinkommt, muss der wieder neben die Masche. Dann kann ich ihn wieder mitnehmen und dann muss ich wieder eine oben drüber wegstricken. So. So geht das. Siehst du? Und da ist der Faden hier hinten gut drin und der ist hier vorne gut verankert. So. So sieht das aus, wenn ich den linken Faden einwebe. Du musst halt wirklich schön auf die Spannung achten, dass das sich nicht zu fest zieht, denn Nachziehen ist schlecht. Wie du siehst, siehst du hier vorne nichts und so soll das auch sein. Und du kannst natürlich, und das musst du auch ab und zu, den linken Faden mit dem linken Faden stricken und den rechten Faden einweben. Und das funktioniert genauso. Ich lege den rechten hier vorne, also ich habe erstmal meinen linken Faden vorne, dann lege ich den rechten hier neben die Masche, nehme meinen Faden nach hinten, weil das ist ja der Faden, mit dem ich jetzt stricken will, und stricke die Masche. So. Jetzt stricke ich die nächste Masche wieder normal.
Wenn ich den Faden jetzt wieder neben die Nadel legen will, kommt der Faden, der gelbe, ja automatisch mit nach vorne. Der muss auch vorne sein, damit ich den blauen nach hinten legen kann. Dann nehme ich den gelben nach hinten, damit ich stricken kann. Und ich stricke die Masche. Und dann stricke ich auch die nächste Masche wieder, ohne den daneben zu liegen haben. Ohne den daneben liegen zu haben. Mensch, schwieriger Satz. Jetzt kommt der wieder nach vorne. Du siehst, ich mache also diese Bewegung, dass der hier nach vorn kommt. Da kommt der Gelbe automatisch mit. Da muss der Gelbe nach hinten. Und dann kann ich die beiden zusammen abstricken. Und wenn du jetzt mal genau hinschaust, stricke ich hier, ne? Der Faden liegt quasi hier nach links und ich stricke hier so wie durch zwei Maschen durch. Denn ich stricke nicht unter diesem Faden durch, das wäre nämlich Quatsch, dann haut der direkt wieder ab. Ja? Also, das heißt, ich lege den hier drauf und ich stricke wirklich hier unten drunter durch, sodass der dann am Ende auch wie der gelbe Faden wieder hier drüber liegt. Und dann kann ich den nochmal abstricken. Also nochmal nach vorne, gelb nach hinten und dann hier durchstricken. So. Und auch hier liegt der oben drüber. Du siehst, wenn ich den jetzt wieder hier drüber legen würde, würde das gleiche passieren wie beim anderen. Das heißt, immer einmal ohne und einmal mit. Und das funktioniert dann natürlich mustergemäß im Wechsel. So sieht das aus und du siehst natürlich blitzt der Blaue auch nicht durch, weil Blau ist ja sowieso hier die Farbe. Also nochmal den anderen einweben, links und stricken und daneben legen und stricken. Und wenn ich den anderen einweben will, den daneben legen und den anderen stricken, eine normal stricken und den daneben legen. Du kannst dir den übrigens auch hier mit dem anderen Mittelfinger so ein bisschen festhalten, damit du wirklich nicht unten drunter durchstrickst und stricken und die nächste wieder stricken. Und dann siehst du, wenn wir uns das hier hinten anschauen, wie schön die hier hinten eingewoben sind. So, und da laufen die hinten mit und so sieht das dann auch hier wie hier in unserem Beispiel aus. Das Einweben passiert natürlich immer abwechselnd. So. Und dafür nehmen wir uns jetzt mal ein Blatt Papier und einen Stift. Und das will ich dir mal zeigen. Sagen wir, du hast jetzt hier ein Muster. Das malen wir mal kurz so auf. Sagen wir, du hast vier Maschen in Farbe A und vier Maschen in Farbe B. Die machen wir mal hier. So. Das ist Farbe B. Und das Ganze machen wir natürlich auf vier Reihen. Und dann wird der Spaß versetzt. So, mal kurz hinzeichnen. Farbe B. Und dann noch 1, 2, 3, 4. Und dann versetzen wir das. Damit haben wir ja dann nämlich, ach, ich habe natürlich schön schief gezeichnet. Damit haben wir ja dann hier so ein Schachbrettmuster, ne? Wenn du das so machst, dann webst du ja hier, den webst du ein, den strickst du normal, den webst du ein, den strickst du normal. Einweben, stricken, einweben, stricken. In der nächsten Reihe musst du das versetzen, das heißt, du kannst nicht wieder den einweben, das wird sonst nämlich nicht elastisch. Dann kriegst du da hinten so eine Leiternbildung. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier diese Leiternbildung, also wenn du das schön abwechselnd einwebst, kriegst du halt dieses Wabenmuster. Je nachdem, ne, das ist hier so eine Farbfläche, ist dann immer so ein Wabenmuster. Die anderen Flächen sehen so ein bisschen anders aus. Wenn du jetzt
Fäden immer an der gleichen Stelle übereinander webst, dann kriegst du hier, da ist das zum Beispiel, dann kriegst du hier so einen Treppeneffekt. Und der bauschelt sich hier vorne dann auf. An der Stelle nicht, weil das war mein Rundenanfang. Aber ich muss mal gucken, ich habe tatsächlich hier alles sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich gucke mal kurz, ob ich noch ein anderes Beispiel habe. Hier zum Beispiel. Da habe ich das absichtlich mal gemacht. Das heißt, du hast dann, wenn du immer die gleichen webst, hast du hier so einen Treppeneffekt, beziehungsweise sowas dann hier auch. Und das geht grundsätzlich immer zu Lasten der Elastizität. Und das ist auch nicht schön, weil dann sorgst du dafür, dass die Maschen vorne immer so ein bisschen erhaben sind. Die drückst du damit nach vorne raus. Das wollen wir nicht. Also heißt das, wir müssen die immer versetzen. Das heißt für uns, wenn die vorher eingewebt war, muss ich jetzt die einweben. Wenn die vorher eingewebt war, muss ich jetzt die einweben. Das heißt dann hier stricken, einweben, stricken, einweben. Hier machen wir es wieder. Einweben, stricken, einweben, stricken, einweben, stricken, einweben, stricken. Hier ist es dann wieder stricken, einweben, stricken, einweben, stricken, einweben, stricken, einweben. Und so musst du das wirklich immer hier insgesamt auf dein Muster versetzen. Wenn du jetzt Muster hast, dann musst du selber so ein bisschen wirklich drauf achten, weil sonst hast du dann am Ende beim Anziehen von dem Kram keinen Spaß. Und es sieht auch schön unschön aus und das verzieht sich auch. Wenn du jetzt Muster hast, was beispielsweise so eine Raute ist, die hier so geht. 4, 5, 1, 2, 3, 1. Dann webst du ja die ein. Dann webst du ja automatisch die ein, weil sich das 1 nach vorne versetzt. Und da versetzt sich mit so versetzten Mustern, wo sich die Maschen versetzen, versetzt sich das von ganz alleine. Das funktioniert da also ganz automatisch. Ist aber nicht immer unbedingt, denn wenn ich jetzt hier so Muster habe wie den Baum, da liegen die alle schön übereinander und da muss ich wirklich selber darauf achten, dass ich die immer abwechselnd einnehme, webe, denn sonst gibt sich diese Wabenstruktur auf der Rückseite nicht und die brauche ich, damit das wirklich schön elastisch ist. So, wie erkenne ich das denn, ob ich eingewoben habe oder nicht? Das ist auch gar nicht so schwer. Denn, muss ich mal kurz meine Fäden sortieren. Wenn ich jetzt hier, schaut euch das mal an, den Faden habe ich ja normal gestrickt, denn der Faden liegt daneben. Wenn ich den nächsten jetzt mal einwebe, ich stricke ja gerade damit gelb, dann siehst du eins, dann habe ich hier. Versuch es mal anzuholen. Hier ein bisschen dickeren Knubbel. Siehst du den? Wenn ich den stricke, habe ich einen weniger dickeren Knubbel. Und wenn ich das mit der anderen Farbe und dem anderen Faden mache, dann sieht das ähnlich aus. Dann habe ich hier oben eine gelbe aufliegen. Da. Und bei der nächsten nehme ich nicht. Da liegt die gelbe drunter. Das heißt, hier liegt gelb auf. So. Und da liegt gelb drunter. Und da, wo gelb aufliegt, muss ich das nächste Mal stricken. Da, wo gelb nicht aufliegt, muss ich das nächste Mal einweben. Gelb aufliegen, stricken. Gelb nicht aufliegen, einweben. Das bekommt man eigentlich rhythmusmäßig dann am Ende ganz gut mit. Bei denen hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil die sind ja ohnehin blau. Da siehst du aber, dass der Knubbel hier so ein bisschen dicker ist und da muss man so ein bisschen auf das dickere Knubbelchen achten. So, das ist auch schon das Ganze mit dem Fäden einweben hier und die ganze Technik. Das heißt wirklich schön immer abwechselnd. Ich stricke hier mal meine Mustersocken und wie dieses Mustersocken geht, wie dieses Hawaii-Sockenmuster geht, das zeige ich dir auf jeden Fall im nächsten Video. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dieses Video hat dir Spaß gemacht. Wenn du das beidhändig einweben
nicht möchtest und wenn du dieses beidhändige Stricken nicht möchtest, dann gibt es natürlich noch die Methode, die Fäden einzuweben, indem man sie beide auf der linken Hand hat. Das zeige ich dir auch in einem anderen Video. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir das gefallen hat. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.